Sache als Schiedsrichter. Ein Hund und ein Fuchs gingen durch den Wald. Da entdeckten sie plötzlich eine große, frische Boot. Sie bin auf dem Weg gelaufen. Irgendjemand muss sie verloren haben. Zwei Tiere stürzten sich gierig auf die Boot. Jeder wollte sie für die Leine haben. Nachdem sie eine Weile unten um ihren Punkt gekämpft hatten, einigten sie sich, einen Schiedsrichter zu befragen. Ein kluger Affe sollte als Schiedsrichter entscheiden, wer die Wurst behalten dürfte. Hund und Fuchs tun also dem Schiedsrichter ihren Streit vor. Der Affe hörte aufmerksam zu. Schließlich sprach er das Urteil. Ich sage es klar. Jedem von euch gehört genau der halbe Wurst. Damit zerbrach der Affe die Wurst und legte die beiden Teile in die Zerschalen einer Waage. Das eine Wurstende war schwerer und so neigte sich die eine Schale nach unten. Der Affe wies von ihm einen Großnamen ab und fraß ihn auf. Nun wog er die beiden Teile noch einmal. Diesmal senkte sie die andere Schale nach unten, abschnapp bis auch von ihm Teil ein Hamm ab. Wieder prüfte der Affe das Fleisch und musste feststellen, dass jetzt wieder das erste Wurst zu schwer war. Einmal von ihm, einmal von jedem Teil, bis der Affe ein Stück gab. Jedoch die Waage zeigte nie ein Gleichgewicht an. Die Wurzeln wurden immer kleiner, die Augen von Hund wurden immer größer. Schließlich und waren sogar die beiden Wurzeln verlungen. Die Wurzeln hatte Länge geschmeckt. Mit einigen Toren schon schlichen der Hund und der Fuchs. Davon. Sie waren so wütend über sich selbst und entschieden sich, dass sie noch kurze Zeit übereinander herfielen und neuem Anbeginn zu rauben. Der Affe aber freute sich über das längere Mal.